Ein Lehrer bat seine Schüler, ein Symbol für das Wort Liebe zu zeichnen. Und alle zeichneten ein großes Herz auf ihr Blatt. Danach bat der Lehrer, das Wort Liebe mit anderen Worten zu beschreiben. Das Ergebnis war bunter. Die Schüler nannten mindestens 15 verschiedene Verhaltensweisen, die die Liebe beschreibt. Darunter waren Begriffe wie sich vertrauen, Zuneigung empfinden, ehrlich und offen sein, treu sein, sich gegenseitig kennen, zueinander stehen, alles gemeinsam machen oder sich auch bedingungslos annehmen. Es gibt kaum ein anderes Wort, das häufiger verwendet wird, wie das Wort Liebe. Doch Liebe ist auch ein Wort, das am häufigsten missbraucht und auch missverstanden wird. Was ist Liebe? Die Bibel definiert Liebe. Wir lesen in 1. Korinther 13, in dem sogenannten Hohelied der Liebe, eine perfekte Definition von Paulus über die Liebe. In 1. Korinther 13 heißt es, Liebe ist geduldig und freundlich. Sie kennt keinen Neid, keine Selbstsucht. Sie prahlt nicht und ist auch nicht überheblich. Liebe ist weder verletzend noch auf sich selbst bedacht. Weder reizbar noch nachtragend. Sie freut sich auch nicht am Unrecht der anderen, sondern freut sich über die Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und hält allem stand. Liebe ist also bei weitem mehr als nur ein Gefühl. Aber Gefühle gehören zur Liebe. Eine platonische Liebe kennt die Bibel nicht. Aber wer Liebe nur auf Sex und Gefühle reduziert, hat die Liebe auch nicht verstanden. Im Griechischen verwendet man tatsächlich verschiedene Begriffe, um die unterschiedlichen Formen der Liebe zu beschreiben. Im Wesentlichen geht es um die freundschaftliche und die göttliche Liebe in der Bibel. Eine meiner Lieblingsgeschichten in den Evangelien ist die Begegnung von Jesus mit Petrus nach der Auferstehung von Jesus. Petrus hat Jesus kurz vor der Kreuzigung auf die schmutzigste Art und Weise verleugnet. Er schimpft und flucht dabei und sagt, dass er diesen Jesus nicht kennen würde. Aus Angst, selbst in den Prozess der Verurteilung hineinzugeraten, distanziert er sich von Jesus und leugnet die Freundschaft und die Nachfolge. Als sich dann die Blicke kreuzen von Jesus und Petrus, durchfährt es ihn. Er sieht, was er angerichtet hat. Tiefe Reue erfüllt ihn und er schleicht sich bitterlich weinend aus der Szene. Nach der Auferstehung Jesu trifft Petrus Jesus wieder am See Genezareth. Kein Vorwurf. Keine Enttäuschung von Jesus, keine Kritik. Jesus fragt Petrus einfach nur dreimal nacheinander, hast du mich lieb? Ich bin gerade in der Serie, was würde Jesus fragen? Und meine 10. Frage von Jesus ist, hast du mich lieb? Wir lesen nämlich in Johannes 21, Vers 17. Spricht Jesus zum 3. Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum 3. Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Ich bin so berührt von dieser Frage von Jesus. Mit anderen Worten will Jesus Petrus sagen, Petrus, die Alles-oder-Nichts-Frage ist, hast du mich lieb? Es geht nicht darum, wie viele Fehler du gemacht hast, wie viel du bereits für mich getan hast. Oder ob du bereit bist, für mich zu leiden. Es geht um dein Herz. Hast du mich lieb? Petrus ist verwundert und verletzt und antwortet immer wieder mit der gleichen Antwort. Herr, ich liebe dich. Und die Antwort von Jesus ist folgerichtig. Dann weide meine Schafe. Mit anderen Worten, erfüll meinen Auftrag. Wenn du Jesus liebst, dann machst du das, was Jesus zu dir sagt. In einem Buch von einem Eheberater habe ich Folgendes gelesen. Ich mache mir wirklich Sorgen. Meine Frau und ich haben einfach nicht mehr die gleichen Gefühle füreinander wie früher. Ich glaube, ich liebe sie einfach nicht mehr und sie mich auch nicht. Was kann ich tun? Fragt der Ehemann. Das Gefühl ist nicht mehr da, fragte ich, schreibt der Autor. Richtig, stimmte er zu. Und wir haben 3 Kinder, um die wir uns sorgen. Was schlägst du vor? Meine Antwort, liebe sie. Aber ich sag doch, das Gefühl ist einfach nicht mehr da. Nochmals wiederholte ich, liebe deine Frau. Du verstehst mich nicht. Das Gefühl von Liebe ist nicht da. Dann lieb sie. Wenn das Gefühl nicht da ist, dann ist das ein guter Grund, sie zu lieben. Aber wie liebt man, wenn man nicht liebt? Liebe ist ein Tätigkeitswort, mein Freund. Liebe, das Gefühl, ist eine Frucht des Liebens, des Tuns. Also liebe sie,
Diene ihr, bringe ihr Opfer, hör ihr zu, fühl mit ihr, schätze sie, bestätige sie. Bist du dazu bereit? Vielleicht hast du festgestellt, dass deine Liebe zu Jesus in der letzten Zeit gelitten hat. Du bist seit einiger Zeit aus dem Dienst ausgestiegen oder machst ihn nur noch halbherzig. Vielleicht läuft es in deiner stillen Zeit auch nicht mehr wirklich rund. Du bist auch nicht mehr gern im Gottesdienst oder gehst nur noch unregelmäßig hin. Vielleicht sind auch schwerwiegende Fehler oder Sünden passiert und das alles nagt an dir. Schau mal, Jesus hält dir heute keinen Spiegel vor und lässt dich darüber stolpern, sondern er fragt dich einfach nur, liebst du mich? Und wenn du sagst, dass du Jesus immer noch liebst, dann geh und tu, was er dir sagt. Fang wieder an, mit Jesus zu reden. Fang wieder an, Jesus zu folgen. Fang wieder an, über Jesus zu reden. Sprich mit deinem Arbeitskollegen, mit deinen Nachbarn über Jesus. Lad sie ein zum Gottesdienst. Unterstütze finanziell ein missionarisches Projekt. Mach bei einer Gemeindeaktion mit. Liebe ist eine Tat. Und nach der Tat kommt auch das Gefühl. Ich habe das bereits oft erlebt. Deshalb fragt Jesus dich, hast du mich lieb? Wenn ja, geh und weide meine Schafe.